Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen speziellen, wunderbaren Menschen hier zu Gast, der mit seinem Thema sehr, sehr viel tiefer geht, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Aber innerhalb der Medizin ist es auch gut, dass man viel tiefer gräbt und nach den wahren Ursachen von gesundheitlichen Problemen sucht. Er ist Spezialist im Bereich der Psychokinesiologie. Es ist der Dr. Michael Trainer und ich werde gleich mit ihm ins Thema einsteigen. Bleiben Sie dran, dann legen wir los. Ja, und da ist der Michael. Herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo, Alexander. Du hast eigentlich eine bewegte Geschichte hinter dir, wenn ich da so ein bisschen deine Biografie höre. Du warst beim BAG, heute sehr legendär. Du warst in der Geschäftsleitung eines großen Krankenhauses innerhalb der Schweiz. Jetzt bist du selbstständig als Therapeut tätig im Bereich der Psychokinesiologie. Und hättest du dir da jemals geglaubt oder daran dir vorstellen können, dass du jemals so tief gehst in der Kinesiologie, wie du es heute gehst? Nein, das hätte ich sicher für unmöglich gehalten, vielleicht noch vor 15 Jahren oder so. Und als Akademiker, und jetzt kommst du in eine Schicht rein, in ein Thema rein, in ein ganz anderes Bewusstsein rein von Gesundheit und Krankheit. Ich meine, das musst du zuerst mal in deinen Kopf selbst reinkriegen, oder? Ja, genau. Ich stehe jeden Morgen auf und frage mich, ob ich noch normal bin. Aber das ist schon so. Das ist ja ein großer Wandel, der sich da vollzogen hat. Ich war früher ein sehr rationaler, also das bin ich immer noch, aber ich war da nur rational und sehr kühl. Ich war lange Zeit Strategieberater. Ich habe Strategien für große Konzerne gemacht. Und so hat mein Berufsleben gestartet. Ich war zuerst an der Uni, ich habe geforscht, bin dann eben in diese Strategieberatung für große Konzerne und habe dann so über die Jahre meine Midlife-Crisis irgendwie abbekommen und habe da gemerkt, dass es etwas anderes gibt, das mich auch noch antreibt und musste dann diesen U-Turn gewissermaßen, also diesen Spurwechsel vollziehen. Und das war natürlich auch zuweilen eine sehr schwierige Zeit. Ich musste vieles aufgeben. Ich habe viele Freunde verloren. Ich musste mich neu orientieren. Das war schon eine steile Veränderung. Aber die haben wir alle durchgemacht. Wenn wir ein bisschen das Bewusstsein fokussieren, verändern, eine andere Sichtweise auf die Welt kriegen, dann verändert sich auch das Umfeld. Genau. Man zieht die Leute an, die in Resonanz sind, das ist alles normal. Richtig. Aber eben nochmals, du bist Akademiker und jetzt hast du Kinesiologie gelernt. Meine Kinesiologie, okay, das kennen unsere Zuschauer schon ein bisschen, was es da geht. Psychokinesiologie ist wieder was anderes. Ich weiß, du hast eine Warteliste von 5 Monaten, also man muss jetzt auch nicht meinen, man könne sofort einen Termin machen, geht nicht. Geht nicht, nein. Aber was mich ja so spannend fasziniert, ist folgendes Thema. Deshalb grabe ich jetzt mal rein. Ja. Ich habe aus der Psychosomatik, aus der Psychoneuroimmunologie Experten da. Gestern war der Lothar Hirneisen da, hat mich über die wahren Ursachen von Krebs auch informiert, wie bedeutsam Traumas meistens aus dieser Zeit da sind, die einen Menschen belasten, psychisch belasten und irgendwann einen Ausdruck findet innerhalb einer Krankheit. Gut. Es ist schulmedizinisch noch umstritten, auch wenn das die schulmedizinischen Abteilungen sagen, es ist so, wird die Kausalität nach wie vor in Frage gestellt. Ich frage mich aber einfach nur Folgendes, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sagt mir, dass ich nicht auch ein Trauma habe? Wer sagt mir, dass der ein oder andere Zuschauer, der jetzt gerade zuschaut, nicht auch ein Trauma hat und dieses Trauma verantwortlich ist, dass irgendwann eine Krankheit ausbricht? So, und das ist für mich so ein Punkt, wo ich frage, ja, wäre ja gut, wenn man es wüsste und auflösen könnte. Aber ich muss das gar nicht wissen. Eigentlich, ich kann es nicht wissen unter Umständen. Das ist richtig. Also müsste ich zu einem Therapeut wie du, der das aufarbeitet, schaut, ist eins da oder ist nichts da? Richtig, ja. Ich denke, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, selber herauszufinden, ob sie ein Trauma haben, das für ihre Krankheit verantwortlich ist. Aber noch besser, lieber bevor die Krankheit kommt. Richtig. Das wäre doch Gesundheitsprävention. Das wäre natürlich noch besser. Die Realität ist im Moment aber schon eher, dass die Menschen in der Schulmedizin behandelt werden auf ihre Symptome. Und wenn es schwierige Krankheiten sind, kommen einige Leute auf die Idee, mal nachzufragen, hat das etwas mit meinem Seelenleben zu tun? Und diese Leute kommen dann und dann kann man im Nachhinein diese Seelentraumas,
auflösen. Und in anderen Sendungen haben wir aufgezeigt, dass über die Hälfte aller Erkrankungen in der Schweiz, mehr als die Hälfte, haben einen seelischen Ursprung. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter gehen würde, gebe ich dir vollkommen recht, dann würde ein gesunder Mensch sich die Frage stellen, hat es in meinem System seelische Traumata, die eines Tages wie eine Zeitbombe hochgehen können? Aber das wäre doch eine Sache, die du in 5 Minuten kinesiologisch, psychokinesiologisch eigentlich abfragen könntest bei dem einen oder anderen Patienten, oder? Das könnte man machen. Das ist ja eine Frage, und wenn sie mit Ja beantwortet wird, dann muss man graben. Und wenn nein, dann ist die Sache okay. Ja, das ist eigentlich so. Ich habe manchmal ganz selten Menschen, die kommen einfach und sagen, ich habe gehört, was sie machen und ich möchte einfach mal bei mir schauen, gibt es etwas, was ich anschauen sollte? Mhm. Ich habe solche Leute, aber das ist vielleicht 1 pro 3 Monate. Es gibt Menschen, die das machen. Aber genau das finde ich so faszinierend. Wenn wir ja schon sagen, wir brauchen eine Gesundheitsprävention und nicht warten, bis das Kind in den Brunnen fällt. Naturheilkunde, Komplementärmedizin, das, was QS24 nach außen trägt, ist ja eigentlich der Versuch, alternative Sichtweisen zu Krankheiten zu bringen oder wie man den Weg findet aus dieser Krankheit raus. Aber noch viel lieber ist mir eigentlich die Prävention, die Gesundheitserhaltung. Und deshalb frage ich mich, ist es heute für einen fürsorglich denkenden Menschen eine Basis, sich bei einem Therapeuten einfach mal zu fragen, sind Traumas da aus meiner Kindheit, aus meinem Babyzeit, aus dem Bauch heraus, innerhalb der Schwangerschaft? Mhm. Sind das irgendwelche Seelenanteile, die mich verletzt haben, die irgendwann zum Ausdruck kommen? Ja. Und dann hätten wir eine ganz andere Basismedizin, die letztendlich vorsorglich agiert, bevor das Kind in den Brunnen fällt, oder? Absolut. Da kommst du nicht ans Ende der Kette, sondern eigentlich an Anfang der Kette. Genau, das kann man machen. Und ich bin ja so ein Methodenmensch, ich entwickle gerne neue Methoden, bin ja in der Kinesiologie dran, eine neue Methode zu etablieren, diese trivolutionäre Kinesiologie. Und ich habe da in dem Buch, was ich geschrieben habe, für Therapeuten im Anhang genau eine Anleitung für diesen Punkt. Dass man mit einem Raster schauen kann, habe ich während der Schwangerschaft und bis dreijährig ein bestimmtes Trauma erlebt, was ich aufarbeiten sollte, weil es mich vielleicht früher oder später krank macht. Dann gibt es eine andere Liste. Zwischen 4 und 14 Jahren gibt es traumatische Dinge, die ich erlebt habe, die in der Adoleszenz und in der Voradoleszenz, in der späteren Kindheit, also in der Kindheit stattgefunden haben. Dann nach 14 bis heute. Und dann, das ist vielleicht jetzt ein bisschen verblüffend, das gehört aber auch zu der Prävention, es gibt Dinge, wo wir traumatische Erfahrungen gemacht haben, die außerhalb dieses Lebens sind. Und das ist das vierte Feld, wo man präventiv schauen kann. Mhm. Also klar gesprochen kann es sein, dass du vielleicht an einer Krankheit erkrankst, die durch ein Trauma verursacht worden ist, die nicht in diesem Leben stattgefunden hat. Und das ist nicht mal so selten. Ja, das ist das Faszinierende. Und da staune ich ja auch, dass das ja viel tiefer geht, als wir immer glauben. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein dazu, dass unsere Seele jetzt nicht nur ein Leben hat oder hier nur irdisch jetzt da vorhanden ist, sondern dass da auch Vorleben da sind. Das ist ja auch schon gut dokumentiert heutzutage genau. In vielen Büchern. Aber bleibt mir nochmals bei diesem Test. Kann das nur ein Therapeut oder könnte ich jetzt auch selbst mich testen? Ich erinnere an diesen einfachen Fingertest. Genau. Funktioniert das, wenn ich jetzt mich frage oder die Zuschauer zu Hause diesen Versuch jetzt machen, haben Sie ein Trauma? Und da müsste ich hier ziehen, oder? Ich mache es ein bisschen anders. Ich versuche dann diese beiden Finger, ich hoffe, dass die Zuschauer das sehen, ich versuche dann diese beiden Finger auseinander zu zwicken und mache im Grunde genommen den Muskeltest vom Arm an den Händen. Und wenn ich Ja sage, hält er in der Regel dicht. Und wenn ich Nein sage, geht er auf. Das ist der Selbstmuskeltest. Das ist aber eine ganz heikle Geschichte, Alexander. Das ist wirklich eine heikle Geschichte, weil das braucht sehr viel Übung, diese Testerei. Und wenn wir eine Frage stellen, zu der wir vielleicht ein Gefühl haben, eine Angst oder einen Wunsch, dann beeinflusst die Angst oder den Wunsch den Ausgang der Antwort. Aber wenn du ja kinesiologisch den Patienten bei dir hast und ihn fragst, beeinflusst du ihn ja auch schon. Oder fragst du ihn gar nicht mit deiner Frage? Doch, ich frage ihn. Aber wir haben dann eine Frage, die mich in diesem Sinne nicht betrifft.
Ich gehe mit einer weniger starken Emotionalität an die Frage und der Patient, der Klient, ist ja kein Patient, ist ein Klient, der gibt mir seinen Arm und ich kann da drauf drücken und für ihn ist das wie entspannender, wenn er gefragt wird, als wenn du die Frage selber stellst und dich selber testest. Die Fehlerquelle ist signifikant größer. Dann sollen wir es sein lassen. Hä? Es sei denn, du übst das, ich teste gewisse Dinge bei mir selber aus, mit einem höheren Risiko, dass es vielleicht falsch ist. Aber ich denke, wenn man jetzt einfach, ich weiß nicht, du bist ja nicht Kinesiologe und testest nicht jeden Tag 100 Mal, dann würde ich dir sehr davon abraten. Also ab zu einem Therapeuten und der soll mal diese Fragen stellen von 0 bis 4, 4 bis 8 hast du gesagt. Ja genau, 4 bis 14, dann 14 bis heute und vor der Inkarnation, außerhalb der Inkarnation. Das sind die 4 Felder. Außerhalb der Inkarnation, 0 bis 4, also beziehungsweise Zeugung bis 4, 4 bis 14 und dann 14 bis heute. Ich finde das eben schon sehr bedeutsam, weil ich erinnere jetzt gerade wirklich an den Lothar Hirneisen von gestern. Der sagt mir auch, 50% aller Brustkrebsproblematiken bei Damen hat eben auch damit zu tun, dass die Seele ein Trauma aufzuarbeiten hat. Ja. Und man kann das auch sagen, manchmal sind es irgendwelche sexuellen Belästigungen. Kann sein, ja. Oder Vater-Tochter-Problematiken und, und. Und ja, wenn man das nicht weiß, wenn man es einfach verdrängt und dass der Körper irgendwann zum Ausdruck bringt, dann finde ich das schon sehr traurig. Ja? Jawohl, das ist schon so. Im Moment bist du der Zeit ein bisschen voraus mit deiner Denke, weil ich im Alltag sehe, dass vielleicht einer pro 3 Monate mit dieser Frage kommt. Das sind sehr wenig Leute. Die meisten Leute in unseren Breitengraden, die denken krankheitsorientiert. Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin. Und wenn der Arzt mir eine schlimme Diagnose gibt und ich über mein Leben nachdenken möchte, dann gehe ich mir komplementär vielleicht noch Hilfe holen. Die meisten Leute funktionieren im Moment so. Aber die Zukunft, eine neue Medizin, wenn wir über eine neue Medizin denken, die eben die Ursachen möglichst früh erfasst, dann ist das, dann sind das Grundzüge einer neuen Medizin, die du da schilderst. Und ich versuche ja mit meiner Arbeit einen Beitrag an eine solche Medizin zu liefern. Und es ist mir auch ein Anliegen, ab nächstem Jahr Leute in dieser Technik, in dieser Methode auszubilden, weil das ist unbedingt wichtig. Wir können es ja uns nicht leisten, sage ich jetzt mal, dass alle Leute wirklich schwer krank werden, dass so viel Krebs ist, dass so viel Leid ist in der Behandlung. Wenn wir das früher abfangen könnten, wäre doch das für alle ein Gewinn für die Menschen, dass sie nicht dieses Schicksal erleiden müssen, für das Gesundheitssystem, dass diese Behandlungskosten wegfallen würden. Das ist meines Erachtens der Grundriss für eine neue Medizin. Tja, da sind wir voll in diesem Thema drin. Ja, und es ist tatsächlich so, dass, das ist meine Schätzung, die kann falsch sein, aber es ist einfach das, was ich anhand der Fakten, die ich sehe, schätze, dass über 50% der Erkrankungen, die wir haben, sind seelisch verursacht. Mehr als das stehst du nicht alleine da. Das sagt, wie gesagt, die Psychosomatik und die Psychoneuroimmunologie ja eben auch. Aber sie haben keine Lobby dahinter, die da eben genügend Nachdruck verleiht. Ja. Um eben letztendlich hier den Druck letztendlich auch auf die Universitäten zu machen, dass man breiter, größer schauen müsste, um hier eine sinnvolle Gesundheitsprävention zu machen. Wobei wir warten ja generell immer, bis der Mensch krank ist, bevor wir was tun. Ja. Das ist ein bisschen so, aber ich denke, dass Leute, die solche Sendungen schauen, die denken sich ja jetzt, wenn wir reden, etwas. Und da möchte ich die Zuschauer auch sehr dazu aufmuntern. Wir müssen nicht immer warten, bis es zu spät ist, sondern wir können ja wirklich präventiv an uns arbeiten. Und da müsste man sich dann eben so Fragen stellen, ist mein Seelensystem in Ordnung? Gibt es da Dinge? Man müsste sie vielleicht auch fragen, ist mein Geistsystem, dass die Art, wie ich denke, wie ich glaube, ist da? Gibt es da Probleme? Es können auch Probleme von dieser Seite kommen. Und natürlich bleibt der schulmedizinische Teil, es gibt Dinge, die rein körperlich krank machen. Wenn du irgendwie keinen Sport machst, kannst du dann nicht dich wundern, dass die Bänder zu kurz sind und so weiter. Das gibt's natürlich alles auch. Wie erkennt man jetzt ein Trauma? Was ist ein Trauma? Meine sexuelle Belästigung ist klar, wenn man das verdrängt, dann ist es ein Trauma, klar. Aber was könnte noch alles in diese Kategorie fallen, wo der Zuschauer sich jetzt zu Hause vielleicht reflektiert, oh ja, das habe ich eigentlich auch erlebt. Jawohl.
Ich bin da sicher nicht der große Spezialist, da müsstest du vielleicht zu irgendeinem Traumaforscher, aber das, was ich in der Praxis als Trauma wahrnehme, sind Erlebnisse, die emotional nicht zu bewältigen sind. Es sind, egal ob ein Missbrauch, es kann auch sein, dass du irgendetwas Verrücktes siehst, was du nicht einordnen kannst. Es kann sein, dass deine Eltern dich vernachlässigen, beispielsweise. Das kann auch traumatische Spuren hinterlassen. Wir haben auch gesehen, dass es Wesen gibt aus anderen Welten, die uns zum Teil mitspielen. Es können ganz verschiedene Ursprünge sein, woher Ereignisse kommen, die wir seelisch nicht verkraften. Wenn wir etwas seelisch nicht verkraften, dann frieren wir dieses Ereignis gewissermaßen wie ein, damit wir das überstehen können. Wenn es ganz schlimm ist, spalten wir bestimmte Teile unserer Seele oder unseres Geistes ab, die im Grunde genommen wie weggespült werden oder wegexplodiert werden. Und dann kommen wir wieder zurück und leben hier weiter, haben aber diese Defizite, diese eingefrorenen seelischen Ereignisse oder abgespaltene Persönlichkeitsanteile. Und das sind Traumas. Einfach Ereignisse, Erlebnisse, die wir nicht verkraften können und wo wir uns wie zurückziehen müssen und das stehen lassen und einen Bogen drumherum machen. Das würde ich jetzt so als Traumas bezeichnen. Mhm. Und viele von uns haben das. Sehr viele von uns haben das. Und das Verrückte ist, dass viele Menschen gar nicht merken, dass solche Traumas ganz früh in der Kindheit passieren. Beispielsweise, hatten wir in der Sendung schon, dass beispielsweise ein 6-monatiges Kind, die Mutter wird krank und muss ins Spital. Das Kind glaubt, seine Mutter stirbt. Das sind schwere Traumas. Und die Erwachsenen denken, ja, der weint jetzt ein bisschen, weil die Mama ins Spital kommt, und sagen dem Kind, ja, die kommt dann wieder. Aber das Trauma, was dort passiert, das kann ein schweres Trauma sein, das man mit 50 dann auflösen muss. Also Traumas sind Dinge, die uns überwältigen, emotional. Nach wie vor, wir haben keinen Fokus darauf, in keiner Art und Weise. Jetzt nur schon dieses kleine Kind-Beispiel ist ja irgendwo verständlich und logisch, dass das Kind unter Schock steht. Ja. Wir versuchen zwar als Eltern das bestmöglich zu übertrumpfen und gut zuzusprechen, aber dieser Schock ist da. Ja, gut, jetzt weiß ich, dass da ein Schock da ist. Wie soll ich denn das auflösen als Vater? Wenn das gerade passiert... Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt noch nie in der Praxis gemacht. Oder eben, dass es nicht passiert. Ich meine, es ist immer eine Verhaltensfrage. Was können wir tun, wenn wir eine Situation sehen, die ist sehr schwierig fürs Kind? Ja. Und möchten ja nicht, dass es dann 50 Jahre später ein großes Problem hat damit, oder? Mhm. Aber es ist bekannt und wir wissen beide, dass das ein Schockzustand ist, dass eine emotionale Lösung im Körper zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Muss nicht, aber es kann. Aber es kann. Ich denke, es ist schwer zu vermeiden, dass die Mutter vielleicht einen Herzinfarkt hat. Das kann man ja dann, wenn sie krank wird, wird sie krank. Das können wir nicht immer vermeiden. Ich denke, jedes Kind kommt in Situationen, die traumatisch sind. Wir können Kinder nicht so behüten, dass das nicht passiert. Aber was wir dann machen können, ist, wenn wir dieses Wissen haben, dass wir uns mit dem Kind auseinandersetzen, dass wir vielleicht zu einer Person gehen, die frühkindliche Traumas mit Kindern bearbeiten kann. Das gibt Leute, die so spezialisiert sind wie ich auf diese Fragen, die ich bearbeite, dass die eben mit Kindern frühkindliche Traumas aufarbeiten. Da gibt es Leute, und ich würde meinen, das werden wir vielleicht ausbauen müssen, wenn wir eine neue Medizin haben wollen. Die aktuelle Medizin ist da ja sehr kritisch. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte präventiv wissen, habe ich ein seelisches Problem, das irgendwann aufpoppt, dann ist das eine präventive Leistung und in der Schweiz wird das von der Zusatzversicherung nicht bezahlt. Mhm. Also das ganze System, wie wir heute finanziert unterwegs Krankheit sind... Krankheit muss mal da sein. Hm? Genau, und sonst wird es nicht bezahlt. Mhm. Und da müsste natürlich wie etwas passieren. Leute, die genug Geld und genug Zeit und genug Interesse haben, die kommen einfach und sagen, ich zahle das selber. Aber das machen ja nicht alle Leute. Also es ist sehr schwierig, man müsste da wie einen Gesinnungswandel herkriegen. Und ich denke, dieser Gesinnungswandel läuft im Moment auch ein bisschen. Vielleicht glaube ich auch. Man sieht es ja auch, Zuschauerzahl auch bei uns, es steigt extrem. Die Leute sind bewusst, dass sie für ihre Gesundheit selbst verantwortlich sind. Aber wir müssen den Horizont breiter machen. Jetzt ist es ja so, dieses Thema, was wir jetzt da auch angehen, sobald es dann wirklich ins
ins frühere Leben reingeht. Oder ja. Du hast vorhin auch etwas von Energien aus dem Universum gesprochen, wo möglicherweise auch einen Einfluss hat auf uns. Dann grenzen wir hier immer mit einer spirituellen Ausrichtung, die nennt sich dann sehr schnell Esoterik oder es wird abgehakt. Ja. Aber wir wissen alle, dass es eigentlich alles zusammenhängt. Und es wäre sehr, sehr famos oder naiv zu glauben, dass wir die einzigen wären, die lebendige Wesen wären im ganzen Universum. Das wäre ja sicherlich auch lächerlich. Ich glaube auch, es gibt ganz, ganz viel mehr zwischen Himmel und Erde und im Universum. Und wenn solche Energien auf uns zukommen, dann kommst du schnell in die Esoterik rein. Ja. Auf der anderen Seite, wer heilt, hat recht. Und die werden ja auch Klienten, Patienten von Ärzten zugewiesen sogar, oder? Ja. Was ich sagen muss, Chapeau, großes Kompliment. Diese Ärzte wollen wirklich, dass geheilt wird. Jetzt hast du einen Patienten und versuchst, dieses Trauma aufzulösen. Ja, wie machst denn du das? Das Trauma auflösen? Ja, sagen wir mal eins, das irgendwo im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. Du findest ja das irgendwann raus übers Fragen. Dann hast du im 17. Jahrhundert, dann entdeckst du eine Geschichte, du fragst weiter 20 Fragen und irgendwann hast du einen Punkt. Und jetzt? Ja. Ja. Was hat das jetzt mit mir noch zu tun? Gute Frage. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe gerne Beispiele. Jetzt sehen wir im 17. Jahrhundert, nehmen wir mal an, das wäre eines deiner Leben, hast du vielleicht als Frau gelebt, das ist möglich, wir wechseln unsere Geschlechter über die Inkarnationen, und hast aus Eifersucht vielleicht deinen Mann vergiftet. Schlimme Geschichte, oder? Hinterlässt ein Trauma, weil das ist nicht richtig, das gibt Schmerz, man hat schlechtes Gewissen, wenn man dann die überlebende Frau ist. Das ist ein Karma. Das ist ein Karma. Gut, genau. Also kann man sagen, das ist eigentlich das Gleiche, denn in dem Sinne. Das ist genau das Gleiche. Gut. Jetzt ist aber das Karma manchmal so, dass es eben traumatisch zu traumatischen Ereignissen führt. Jetzt könnte es ja sein, dass diese Frau dann bereut hat, dass sie das gemacht hat, zu Lebzeiten damals, 1700 irgendwann, und den Freitod gewählt hat, beispielsweise. Könnte ja sein. Und dann ist sie mit diesem Trauma der Schuldigkeit, einen Mann umgebracht zu haben, gestorben. Und das bleibt im Seelenkörper drin. Mhm. Wenn diese Seele nochmal inkarniert auf dieser Erde, dann ist dieses Trauma bei dieser inkarnierten Person drin. Mhm. Das kann man wirklich zeigen, das kann man zeigen. Und dann kommst du jetzt als, so wie alt wie du bist, kommst du zu mir in die Praxis und sagst, ich habe da etwas und wir finden diese Geschichte im 17., 18. Jahrhundert. Und jetzt kommt eine Frage, wie lösen wir das auf? Und das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, ich kann dir nicht genau sagen, warum es bei den einen so ist und bei den anderen anders. Bei gewissen Menschen reicht es, wenn wir die Geschichte anschauen, verstehen und nochmal durchleben. Manchmal ist das Trauma weg. Man kann den Körper fragen, hast du noch Traumaenergie auf diesem System, auf diesem Erlebnis? Bei gewissen Leuten ist es rein durch das kognitive Verstehen, Mitfühlen, weg. Das ist eine Art der Heilung. Dann gibt es die zweite. Es ist nicht weg. Du weißt es jetzt und sagst, ja, und das Problem ist noch da. Und dann muss ich irgendwie schauen, wie wir das auflösen können. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Ich denke, so viele Therapiemethoden, wie es gibt, gibt es Methoden. Eine Methode, die ich beispielsweise verwende, ist, in der Regel sind solche traumatischen Störungen, auch wenn du sie nicht selbst erlebt hast, sind in deinem meridionalen Energiesystem abgebildet. Also kannst du über die chinesische Medizin an diesem Meridian, wo das Trauma hängt, arbeiten, mit der Intention, dieses Problem aufzulösen und diese Schuld aufzulösen. Es hat ja keinen Sinn, dass du an der Schuld scheiterst, die jemand 1718 verbrochen hat. Dann kannst du es über Energie und Körperarbeit kannst du es auflösen. Und manchmal reicht das auch nicht. Das sind die hartnäckigen Fälle, müsst ihr mal sagen. Und bei den hartnäckigen Fällen braucht es dann nochmal etwas Esoterisches. Dann gehst du an diese Person ran und bittest beispielsweise ihr höheres Selbst, energetisch das zu korrigieren. Und das funktioniert. Du musst aber die Offenheit haben, dass du mit dem höheren Selbst deines Klienten arbeitest und beispielsweise deine Hände über seinen Körper hältst. Und dann das höhere Selbst bittest, die notwendigen Energien einfließen zu lassen und den Rest des Traumas noch aufzulösen. Und wenn das dann immer noch nicht gereicht hat, dann ist es ein Forschungsfall,
für mein nächstes Buch. Super schön. Ich bin froh, dass ich jetzt das Wort noch vom Trauma mit Karma in Verbindung gebracht habe. Denn hier sind an mir gerade ein paar Groschen gefallen. Mhm. Ich denke nämlich, dass das Leben aus dem besteht, dass wir hier nicht irgendwelche Lasten mitnehmen ins Nächste, sondern dass wir Dinge, die wir halt gemacht haben, ja, wo wir nicht so stolz sind, nicht einfach sich von alleine auflösen, außer wir verzeihen es uns selbst oder lassen es noch zu Lebzeiten von anderen Leuten verzeihen. Aber sonst ist es ein Karma. Und das Universum ist immer, immer, immer in der Harmonie, immer im Ausgleich. Und wenn wir was mitnehmen, was nicht im Ausgleich ist, dann muss es ausgeglichen werden. Das ist irgendwo auch logisch, oder? Genau. Ja. Aktio gleich Reaktio. Ja. Genau. Und jetzt muss man auch wieder an die Reinkarnation glauben, dass es halt einfach wirklich ein Prozess ist. Auch da sind nicht alle Menschen am gleichen Denkstrukturen. Die Kirche hat ja auch massiv daran gearbeitet, dass das ja eigentlich nur am lieben Jesus vorbehalten ist, dieser Aufstieg. Aber alle anderen Religionen sagen ja was anderes, dass es zum Leben gehört, die Reinkarnation. Von dem her, ich bin da voll auf deiner Seite, aber es ist schön zu hören, dass es noch ganz viel tiefere Ebenen gibt, die mit unserer Gesundheit in Relation stehen. Absolut. Gut, also Patienten darf ich keine schicken zu dir, es voll, liebe Zuschauer und Zuschauer, aber man könnte sich mit diesem Thema beschäftigen. Gell? Genau. Und das wäre natürlich sehr ratsam über dein erstes Erfahrungsbuch, was du mal geschrieben hast. Da sind ja ganz, ganz viele Beispiele auch drin. Manchmal kommt man ja nicht mehr aus dem Staunen raus. Was da alles möglich ist und was es gibt. Und und deine Kreativität, Fragen zu stellen, bis du es findest. Ich meine, das ist ja auch die Kunst. Gell? Was soll ich noch fragen, oder? Ja. Aber ich bin ja früher mal in der Forschung gewesen und das ist meine Natur. Ich frage gerne. Ja. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn mir die Fragen ausgehen würden über neue Themen, würde mir vielleicht auch das Interesse an der Arbeit ausgehen, weil ich eben ein Forscher bin. Und das Verrückte ist, dass die Akademie, die akademische Welt begibt sich wie nicht in dieses Feld hinein. Sie tut sich wahnsinnig schwer. Wenn du selber an solchen Dingen forschen willst, musst du die Akademie verlassen und deinen eigenen Weg gehen. Aber es war nicht immer so, weißt du. Früher, wenn ich nur an die Astrologie denke, 18. und 19. Jahrhundert, da wurde Astrologie in den Universitäten gelehrt. Hoppla. Also von dem her, es hat sich eigentlich erst neuzeitlich ganz klar getrennt auf Goldstandards und. Und dass nur das, was man beweisen kann über Kausalitäten, die sofort stattfinden, wirklich wahr ist. Und alles andere ist eine Esoterik These. Oder These, ja. Ja, genau. Aber ich denke auch daran, dass das wirklich wichtig ist. Und nochmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Trauma oder aus der Sicht jetzt der Medizin oder Karma aus Sicht von spirituellen Sichtweisen einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Davon bin ich persönlich überzeugt. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass wenn man mit einer Krankheit konfrontiert ist, dass man hier auch mal den Seelenanteil anschaut und sagt, ist da irgendwas, was mich in diesem Leben belastet hat oder in einem anderen vorzeitlichen Leben, um hier möglichst auf allen Seiten zu optimieren, dass man wieder gesund werden kann. So, das war so mein Schlussplädoyer. Ich danke dir ganz herzlich für deine Erläuterungen. Ja, gerne geschehen. Psychokinesiologie, mega spannend. Gibt es noch mehr so Menschen wie du, die sich auf diesem Fachgebiet auseinandersetzen? Ja, ich denke schon. Ich habe mich am Anfang meiner Orientierung an meiner Arbeit zum Beispiel an Klinghardt natürlich orientiert, der da die Kinesiologie in die Psychologie hineingeführt hat. Und ich sehe meine Arbeit wie als eine Fortsetzung dieser Dinge, dass man jetzt eben nicht nur die Psychosomatik nimmt, sondern dass man auch das Geistige, das Seelische wirklich ganz eng mit anschaut und da weitermacht. Und im Moment sind das noch wenige Leute, die so arbeiten. Ich bin jetzt auch im Rahmen dieser Filme mehrfach angefragt worden, ob ich das Wissen nicht weitergeben möchte. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass man solche Methoden jetzt schnell verbreitet. Ohne große Universitätsdiplome, sondern einfach schnell, dass die Leute mit diesen Dingen arbeiten können und dass wir da wie von unten her eine neue Medizin aufbauen. Ich denke, von oben wird es schwierig. Ja, ja. Und da sind wir wieder beim Zeitwandel, den wir eigentlich handeln. Und das passt wunderbar hinein, hier sich zu öffnen und dieses medizinische
erweiterte Sichtweise auch zuzulassen. So, das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir haben Sie auch ein bisschen zum Verblüffen gebracht oder vielleicht viele Aha-Erlebnisse nach Hause getragen. Für mich stimmt's. Karma, Trauma, dieses Leben, andere Leben. Ich denke, wir sollten einfach wirklich offen sein, dass wir ein kleines Rädchen sind im großen Universum, das alles miteinander verzahnt ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.